Servus Leute, im heutigen Video geht es um das, ja, leidige Thema Cheater. Im Moment macht wieder ein Video die Runde. Das Wiggle-Video haben wahrscheinlich schon viele von euch gesehen und es zeigt ein bisschen die Problematik auf, von einem Content-Creator, der sich einen Cheat gekauft hat und dann da ein paar Szenen zusammengestellt hat und seine Einschätzung gibt. Und ich habe mir überlegt, ob ich dazu ein Video machen will oder nicht. Aber ja, ich habe mich dazu entschieden, ich bin hier, ich mache jetzt dieses Video und werde euch dazu mal meine Meinung, ja, zum Besten geben. Viel Spaß! Als allererstes Mal, ich werde das Video, auf das ich mich hier beziehe, nicht verlinken, weil ich es vor allem für eines halte, Werbung für Cheats, und ich würde euch auch bitten, das nicht zu tun. Die meisten von euch werden es selber finden können, wenn ihr wollt, oder werden es schon gesehen haben. Also, es ist so, dass ein Content Creator sich einen Cheat gekauft hat, circa 125 Raids hat er, glaube ich, gesagt, aufgenommen, und in diesen Raids hat er versucht, mit Cheatern zu interagieren und dadurch zu beweisen, ja, wie viele Cheater sind in den Raids unterwegs. Und das schlägt hohe Wellen, weil er hat Szenen genommen, ich sag mal, es sind 10, 12 Szenen, bei denen er mit Cheatern interagiert, die wiggeln zurück, er wiggelt sie an durch die Wand, sie wiggeln zurück, das heißt, okay, sie cheaten beide und können sich sehen. Und ja, das schlägt jetzt natürlich große Wellen, weil im Moment ist die Tarkov-Community eh immer angestachelt. Cheating ist ein großes Thema und es gibt sehr viele Leute, die sich jetzt halt bestätigt fühlen und sagen, ja, ich hab's doch gesagt, das sind eh so viele Cheater und ist ganz schlimm. Und ja, natürlich ist Cheaten ein Problem in Tarkov, das ist richtig, aber ich habe mir das Video angeschaut, ich wollte es erst gar nicht tun, weil ich habe es für, ja, wie alle anderen Cheating-Videos, einfach für Werbung für Cheats gehalten, und das ist es letzten Endes auch. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sich jetzt deshalb einen Cheat kaufen, weil sie das Wiggeln so cool fanden und so. Ich kann euch sagen, wenn ihr das tut, seid ihr innerhalb von Tagen gebannt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will natürlich hier meine Meinung preisgeben, weil viele von euch haben es an mich herangetragen. In meinem Discord wurde das diskutiert. Viele von euch haben es mir DM'd. Und ja, deshalb gehe ich drauf ein und gebe jetzt hier mal meine Meinung dazu. Und ja, ich habe es mir angeschaut. Das Interview hinterher habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe mir bloß den Teil angeschaut, in dem er die Szenen zeigt. Und es ist so, er rennt durch, ohne Waffe, und er schießt keine PMCs und schaut sich halt bloß mit ESP, also Electronic Positioning, er hat einen Wallhack, sagen wir es mal so, er hat einen Wallhack und ein Radar und weiß halt, wo die Gegner sind, und schaut sich halt an, was da so auf der Map läuft, und versucht halt, Leute durch die Wand dazu zu bringen, dass sie mit ihm interagieren. Er hat gesagt, er hat 125 Raids gemacht, und seine Aussage war, in 60% dieser Raids konnte er feststellen, dass jemand am Cheaten war, zumindest mit einem Wallhack. Er hat auch gesagt, er hat ganz recht wenig Aimbotter getroffen und keinen einzigen Flyhacker, also irgendeiner, der durch die Gegend geflogen ist, Speedhacker oder sonst was. Was ja schon mal gut ist. Gut, schauen wir uns mal die Zahlen an. Er hat gesagt 125 Raids, und aus diesen 125 Raids hat er, sagen wir mal, 12 Szenen gewonnen, in denen er mit Cheatern interagieren konnte. Sind dann, ja, sagen wir mal, knapp 10% von diesen Raids. Man muss das natürlich auch noch ein bisschen anders rechnen. Er hat wahrscheinlich einen Haufen Raids gehabt, bei denen er einfach gestorben ist und nichts feststellen konnte. Deshalb, von diesen 125 Raids, sagen wir mal, hatte er 60 Raids, die verwertbar sind, in denen er aufgenommen hat, rumgelaufen ist und so. Aus diesen 60 Raids hat er 12 Szenen, das heißt, in jedem fünften Raid hat er irgendwie was gefunden, indem er, ja, beweisen konnte, dass jemand gecheatet hat, zumindest mit Wallhack. Was mir da aufgefallen ist, ist halt, es waren immer Leute, die nicht so hohes Level waren, die oft nicht so die guten Stats haben. Also bei diesen Videos sieht man die Stats, die KD, das Level und so, diese ganzen Informationen kann man sehen. Und es ist ein YouTube-Video. Er hat natürlich die Szenen genommen, die seine Aussage da am meisten bekräftigen und die natürlich dann auch letzten Endes die meisten Klicks bringen. Das ist ja immer noch ein großes Ziel von YouTube. Mein Video hier ist da nicht ausgenommen. Das ist natürlich ganz klar, muss man sagen. Und ja, er hat halt da das gut zusammengeschnitten und man sieht dann die Szenen, oh, da wiggelt einer, da wiggelt einer. Aber man muss das Ganze im Kontext sehen. Es hat, sage ich mal, 60 Raids, aus denen er was hätte rausziehen können. Daraus hat er, ja, in 20% der Raids hat er was rausgezogen. Und es waren halt auch so nicht die offensichtlichen Cheater, sondern wirklich bloß, ja, Low-Levels, die halt einen Wallhack hatten und das dann irgendwie preisgegeben haben. Das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Also, dass vielleicht Leute, die sowas machen, durch die Gegend laufen und dann Leuten wie mir aus dem Weg gehen. Also ich laufe zum Beispiel rum Level 60 mit einer 17er KD, dass dann vielleicht Leute annehmen, ich cheate oder mir automatisch aus dem Weg gehen und ich vielleicht deshalb ein paar weniger Cheater treffe. Aber in 20% der Raids
Ja, es ist jetzt nicht so der große Teil. Er selber sagt, er hat in 60% der Raids was gefunden. Okay. Vielen von uns wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn die in diesem Raid gewesen wären. Vielen von uns wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Wenn ich in dem Raid gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich viele von den Fights einfach so gewonnen und hätte gar nicht gemerkt, dass der vielleicht mit Wallhack gespielt hat. Deswegen, ich ziehe daraus ein paar Rückschlüsse. Erstens, er hat gesagt, er hat wenig Speedhacker oder gar keinen Speedhacker oder Flyhacker gesehen und recht wenig Aimbotter. Beziehungsweise Aimbot ist da weniger das Thema, sondern Wallhack. Das heißt für mich, eigentlich was Positives, das Report-System funktioniert recht gut, weil wenn jemand reported wird, dann sind es diese Kategorien. Aimbot, man wird einfach schnell weggeheadshottet, ne? Das ist das, was auffällig ist. Flyhacker, Speedhacker und sowas, ne? Das sind die, die sofort reported werden. Leute, die einfach durch Wände schauen, ist natürlich schwieriger zu reporten, die werden auch reported, aber ja. Heißt für mich, das Report-System funktioniert, ist schon mal gut. Ist schon mal eine gute Sache. Und wenn man es im Kontext sieht, sind die Zahlen gar nicht so hoch, wie er es da in dem Video darstellt. Also an alle, die jetzt sagen, oh, ich werde doch eh immer weggehackt und jeder zweite Raid und so. Das beweist dieses Video trotz alledem nicht. Also er hat gesagt, 60% der Raids, ja, konnte er was feststellen. Er hat aber nur aus, sagen wir mal, 10% der Raids, insgesamt 20% der Raids, wo er wirklich was hätte machen können, sage ich mal, Szenen rausgenommen. Und das sind die Szenen, über die jetzt halt diskutiert wird. Und im Video erscheint so, als ob ja, das dauerhaft der Fall ist, und es ist es nicht. 125 Raids waren es insgesamt und er hat 12 Szenen da rausgenommen. Was er für Szenen außen vor gelassen hat, die er vielleicht nicht verwendet hat, die nicht gut genug für das Video waren, weiß man nicht, dazu gibt es keine Informationen. Also, das Video stellt es natürlich überspitzt dar. Ja, es ist natürlich scheiße, dass so viele rumlaufen, das ist gar keine Frage, und es hat mir in der Hinsicht die Augen geöffnet, dass ich vielleicht oft mit Cheatern zu tun habe und es gar nicht merke, wenn sie keine Aimbotter sind in dem Sinne. Aber es ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Leuten, die sich jetzt halt da bestätigt fühlen, und das ist wieder eine Hexenjagd auf bestiale Scheiße, die machen da nichts und so. Es hat sich dann sogar Nikita selber auf Reddit zu Wort gemeldet und er hat einen Post gemacht, und dieser Post wurde tatsächlich als erstes mal so runtergevotet und reported, dass er automatisch gelöscht wurde und dann wieder hergestellt wurde von den Moderatoren vom Reddit. Es sagt schon viel aus, was da für wirklich ein Hate gegenüber BSG ist. Ich meine, natürlich sind die Leute frustriert, aber es ist natürlich, es wird befeuert und es ist übertrieben. Ich sehe das Thema immer noch so, es ist nicht so extrem, wie es da dargestellt wird, und wir schauen jetzt nochmal gleich den Post von Nikita an, dann sage ich da noch ein paar Takte dazu. Der Post von Nikita hier auf Reddit, wie gesagt, der wurde erst einmal runtergevotet und dann wieder hergestellt, und er hat auch jetzt nicht sehr viele Upvotes, also da ist ihm viel Hate entgegengeschlagen, und er hat sich kurz gefasst, und es ist tatsächlich auch ja, seit Jahren mal wieder, dass ich Nikita auf Reddit sehe, oder ja, kann mich nicht erinnern, wann er das letzte Mal was gepostet hat, das war früher mehr der Fall, einfach deshalb, ja, weil ihm wahrscheinlich das alles hier zu viel ist, und das kann ich auch total verstehen. Also, long time off Reddit, schreibt er hier, und every time for a long time, unfortunately, one way or another, a problem with cheaters pops up. Also, er sagt, das ist nicht das erste Mal ein Problem mit Cheatern, und die Leute, people immediately start blaming us for not caring. BSG wird direkt ja, geblamed dafür, dass sie ja nichts dagegen machen. Und fangen damit an zu sagen, ja, Tarkov ist tot und sonst was. Da hat er absolut recht. Das ist oft der Fall. Und immer wenn dieses Thema wieder aufkommt, kommen dieselben Sprüche. Und das ist jetzt, ja, so ist es jetzt wieder. Und natürlich sagt er, er will jetzt hier keinen Aufsatz schreiben und schreibt es hier einfach in 5 Punkten. Und sie waren immer natürlich hinter dem Problem mit Cheatern her. Sie waren da immer deswegen beunruhigt und sie sind auch dauerhaft dabei, Cheater zu bannen. Hier, right now, we ban several thousand cheaters a day. Tausende von Leuten oder Accounts werden täglich gebannt. Und most of them are blocked after playing a little. Was a little heißt, also die meisten werden gebannt, nachdem sie ein bisschen gespielt haben. A little, weiß man nicht, wenn es wie es soon ist. Ich gehe davon aus, innerhalb von Tagen. Das ist, also es wird immer in Wellen sein, einfach nicht um preiszugeben, was genau gebannt wurde, sondern einfach in Wellen. Und ja, Tausende am Tag. Behaltet das im Hinterkopf. Badlier Anti-Cheat continues to improve as well as cheats. It's an eternal race. Und to see who can get past each other's defense is the fastest. In the last week alone, the Badlier has updated 4 times.
Also, er sagt, in der letzten Woche gab es 4 Battle-Eye-Updates und es ist ein unendliches Rennen gegen die Cheater. Cheats werden besser, Battle-Eye werden besser. Es ist natürlich bekannt, ne? Nichts Neues. We continue to improve our own additional cheater detection tools. We will have an update soon and start working on a new hacker detection method to automate it and improve the overall quality. Also, sie sind dabei, natürlich auch zusätzlich zu Battle-Eye noch was zu machen. Ist auch bekannt, sagt er hier halt nochmal, ne? Und ja, es kommt demnächst wieder Updates, da wird die ganze Zeit was gemacht. Könnt davon ausgehen, war immer so, wird auch so bleiben. The reporting system is also being improved by adding notifications if the one you reported has received a ban. Also, wir werden wohl eine Meldung bekommen, wenn wir jemanden reported haben und der gebannt wurde. Please report suspicious, keep reporting suspicious players. Ja, er hat schon mal gesagt, das Reporting-System ist mit das Beste und wie ich auch schon gesagt habe, Aimbotter, Speedhacker und sowas sind die, die da sehr reported werden und es scheint auch wirklich gut zu funktionieren, weil da wurden nicht so viele festgestellt in dem Video. Er schreibt hier noch, eure Bedenken oder ja, sind hundertprozentig klar bei BSG, also es ist nicht so, dass sie darum nicht wissen und es war auch immer so. Er schreibt auch noch, report all these bastards, we will make the game cleaner together. Und das ist eine Ansage. Er hat da auch was, natürlich haben sie was gegen Cheater und die sind da dahinter, aber es ist, ja, es ist eine schwierige Situation. Sie können natürlich nicht genau sagen, was sie tun, aber sie sind da dabei und davon bin ich immer ausgegangen. Und es, ja, jeder von euch kann davon auch ausgehen, dass sie da was tun und voll dahinter sind. Und dieses Video ist jetzt natürlich nicht hilfreich, ne? Es zeigt halt, ja, es gibt Cheater, das ist aber bekannt. Dieses Video zeigt letzten Endes nichts Neues. In einem Punkt muss ich sagen, ja, okay, vielleicht sind ein paar mehr Wallhacker unterwegs, als ich es mir gedacht habe. Also meine Schätzung ist irgendwie eine, ich spiele so circa 6 Stunden am Tag und ich habe 1 bis 2 Hacker, die ich wirklich reporte in dieser Zeit. Das Video stellt die Sache überspitzt dar. Und wird aber dann so aufgenommen, als ob das überall so ist und jeder da natürlich alles schon angestachelt ist, fühlen sich sehr, sehr viele in der Community bestätigt und ah, alles Cheater, ich höre jetzt auf. Oder noch schlimmer, es kommen Leute auf die Idee, sich selber Cheats zu kaufen. Wie gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr jetzt den Wickel so cool fandet, dann geht davon aus, dass ihr innerhalb von Tagen gebannt seid. Da bin ich mir sehr sicher, dass das so laufen wird. Und dieses Video ist letzten Endes nichts Positives. Es ist grundsätzlich erstmal Werbung für Cheats, die jetzt sehr verbreitet wird, was ich irgendwie mitbekommen habe. Irgendwo habe ich es in einem Discord-Post gesehen. Der Vertreiber von Cheats hat sich schon direkt bei dem bedankt, weil, naja, es spült Leute oder Geld in die Kassen von Cheat-Entwicklern und bringt Leute zum Cheaten. Das ist das Ergebnis und letzten Endes hat er in diesem Video nichts Neues gesagt, außer, muss man ihm lassen, professionell präsentiert. Und gut präsentiert und so, dass es halt glaubhaft rüberkommt und aber leider die Situation überspitzt darstellt. Es ist letzten Endes nichts Neues, diese Situation. So, ja, mit den Cheatern war es schon immer und wird es auch in Zukunft, ja, hoffentlich wird es ein bisschen besser. Es kann jetzt natürlich ein Anschluss sein, dass BSG da noch ein bisschen mehr macht, wenn es möglich ist. Das hoffe ich natürlich, aber ich kann euch bloß sagen, EFT ist immer noch ein großartiges Spiel und es wird an dieser Thematik nicht zugrunde gehen, auch wenn das einige rumschreien. Das ist letzten Endes in ein paar Tagen wieder vergessen und EFT wird weitergespielt. Sie machen was gegen die Cheater cheaten weiter und ich hoffe, wir können halt bloß hoffen, dass es ein bisschen besser wird. Es ist so leider in Shooter-Games. Es ist nicht nur in EFT so. In EFT tut es halt bloß besonders weh, wenn man da Gear verliert und natürlich diese RMT, dass das gekauft wird und verkauft wird und sowas. Da stachelt es natürlich noch an. Also in EFT ist es natürlich, es wird ein großes Thema bleiben. Aber ich habe mich dazu entschlossen, hier auch dieses Video zu machen. Ist auch ein Video über Cheater und ich hoffe, keiner von euch kommt jetzt auf die Idee, deswegen hier das Cheaten anzufangen. Ich will hier keine Werbung machen. Es ist absoluter Blödsinn. Ihr verliert euren Account. Ihr dürft ja EFT im besten Fall nochmal neu kaufen oder ihr könnt gar nicht mehr spielen, weil ihr Hardware-ID gebannt seid. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Habe ich keine Erfahrung mit. Will ich keine Erfahrung mit. Das ist bloß so, ja, meine Meinung dazu. Wie gesagt, überspitzte Darstellung. Behaltet es im Hinterkopf und ja. Das war meine Einschätzung von diesem Video. Ich freue mich schon auf die typischen Kommentare von den Leuten, die grundsätzlich immer an Cheatern in EFT sterben und dann sagen, dass ich das ja am Schönreden bin. Ja, ich sehe das positiv, aber EFT ist ein großartiges Spiel und es wird daran nicht zugrunde gehen, auch wenn, wenn ihr das jetzt ganz laut rumschreit. Es wird daran nichts ändern und letzten Endes seid ihr hier und schaut ein EFT-Video. Also irgendwas hat das Game doch. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben.
Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt, ein Kommentar. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.